Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Zunächst mal möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen Glückwünsche, für die 50 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich freue mich darüber. Ich danke jeden einzelnen von euch. Genau. Und ich war bei Action. Ich habe diesmal ein bisschen mehr gefunden. Ich war allerdings auch bei einem anderen Action. Und der war auch viel größer. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen mehr gefunden. Hier diese ganze volle Tasche möchte ich euch zeigen. Dann fangen wir doch mal an. Ich hatte letztes Mal bei dem Action Haul, wollte ich eigentlich mehr Sachen mitnehmen. Habe ich jetzt zum Teil aber auch nicht alles. Das mache ich dann beim nächsten Mal, weil ich mir dann immer nicht sicher bin, brauche ich das dann wirklich oder nicht. Und im Nachhinein denke ich mir so, ja, ich ärgere mich dann schon ein bisschen, weil ich das nicht gekauft habe. So. Ich fange mal an. Das erste ist ein Notizbuch. Das ist hier mit so silbernen Punkte oder Muster, genau. Und es ist so rosa. Sieht es von hinten aus, fand ich ganz schön. Das kann man hier einmal aufmachen. Genau so. Und genau, also es ist, wie gesagt, ein Notizbuch. Habe ich mir gekauft, da ich einfach meine Ideen, die ich so habe für YouTube, für meine Videos, die ich abdrehen möchte, dass ich die dann hier eben reinschreibe. Genau, und das fand ich ganz schön. Habe ich hier so einen Dekostern, der ist eigentlich für einen Tannenbaum hier zum Hinhängen. Der ist hier einmal weiß und gold. Habe ich aber was anderes damit vor. Und zwar möchte ich das als Tischdeko benutzen. Da habe ich auch noch ein paar andere Sachen. Genau, die zeige ich euch auch noch. Dann habe ich hier so eine Aufbewahrungsbox. Aufbewahrungsdose. Also man kann hier Wurst, Käse, genau, das ist halt drei Etagen, also dreimal abgeteilt, genau. Finde ich einfach schöner für den Kühlschrank, da es einfach ordentlicher aussieht und man kann es auch in die Spülmaschine geben. Genau, finde ich einfach eine gute Idee. Ich wollte die letztes Mal schon mitnehmen, habe diesmal nur eine mitgenommen. Ich denke, wenn ich das nächste Mal zur Action gehe, werde ich auch noch eine zweite holen. Dann habe ich hier so einen Aufbewahrungskorb hier gekauft, einmal hier in weiß mit hier so einem Muster, das ich ganz schön finde. Genau, also das ist eigentlich für meine Videos, also für aufgebraucht Videos oder wenn ich ein Paket für euch zusammenstelle, genau, dass ich da einfach hier etwas habe zum Reinlegen, genau, bis es dann verlost wird oder beziehungsweise bis ich dann ein Video abdrehe. Genau, fand ich ganz praktisch und ich glaube, ich werde mir davon auch noch ein paar weitere holen. Die gab es, glaube ich, noch in so einem Grau. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da waren ganz viele Dosen und oder beziehungsweise so Aufbewahrungsboxen. Die finde ich immer ganz praktisch. Das kann man auch in den Schrank tun und ja, seine Sachen da eher ordnen. Genau, das habe ich auch dann vor, dass ich das alles so ein bisschen ordne nach und nach. Dann habe ich hier einmal für die Küche Dreier-Set. Hier einmal, das sind Geschirrtücher. Ja, ich habe nicht allzu viele und ich wollte einfach mal farblich mich so ein bisschen, ja, einfach farblich anders orientieren, sage ich jetzt mal. Genau, also die sind alle in so einem Schwarz- und Weißton. Genau, da habe ich dann passend dazu auch einmal einen Tischläufer. Der sieht so einmal aus. Ja, der ist, ja, er ist nicht mehr ganz so, also hier stehen schon die Fäden ein bisschen raus, aber es war der letzte in der Farbe. Es gab auch welche mit Tannenbäumen, aber das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte etwas, was ich allgemein als Tisch, also allgemein als Tischläufer benutzen kann. Weihnachten wie einfach das ganze Jahr über eigentlich. Genau, da hat mir der eigentlich sehr gut gefallen. Passend dazu habe ich hier solche Servietten. Genau, die legt man dann entweder neben den Teller oder auf den Teller, so wie drauf abgebildet ist. Und ich, ja, wollte unbedingt eins, was zusammenpasst. Und es war, wie gesagt, dieser Tischläufer war hier der letzte. Es gab auch andere Muster und andere Farben, aber mir hat das eigentlich sehr gut gefallen. Es sind vier Stück drinnen.
Dann habe ich noch zwei weitere Deko-Sterne, einmal in einem so Braunton und auch wieder in Gold. Und der letzte einmal in Schwarz und in Gold. Genau, also so, dass es halt einfach, dass es einfach mit dem Tischläufer, ja, sich die Farbe halt wiedergibt. Dann habe ich noch einen weiteren Tischläufer mitgenommen. Da war ich mir nicht ganz sicher, wollte ihn eigentlich wieder zurücklegen, weil es die passenden Sets dazu auch nicht gab. Aber ja, man hat ja auch nicht immer Sets drauf. Und ja, so, ich finde es ganz schön, so auf dem Tisch so. Ja. Dann habe ich für meine Tochter einen Handwärmer mitgenommen. Das ist hier mit so Wolken und mit einem Regenbogen. Fand ich ganz süß. Gab es ganz viele verschiedene Varianten. Eis war noch drauf und also andere Motive, also ganz viele. Zum Nachhinein denke ich mir so, hätte ich mir auch eins mitgenommen, weil ich habe immer so gefrorene Hände und mich erinnert das an meine Kindheit. Und ja, für mich hat das immer gut funktioniert. Das haben wir vor der Schule immer mitbekommen, weil wir ein bisschen längeren Weg in die Schule hatten. Und ja, das kocht man auf in dem Topf und dann, ja. Dann habe ich etwas für meine Hunde mitgenommen und zwar einmal so ein Dreier-Set an Bällen. Ja, hatte ich schon. Habe ich aber von Amazon bestellt. Jetzt gab es das bei Action und ja, die Hunde haben da recht Spaß dran und Freude. Gehen allerdings schnell kaputt, aber die sind nicht ganz so teuer. Deswegen, ja, habe ich es einfach mal mitgenommen. Dann habe ich noch mal etwas für meine Hunde mitgenommen. Und zwar ist das hier eine Bürste. Also einmal mit Massagefunktion und eben diese Bürstfunktion. Ja, also so viel Pflege brauchen sie an sich nicht. Einmal in der Woche bürsten reicht und ich hatte vorher so eine kleinere und die war nicht so gut jetzt, muss ich sagen. Die haben die Hunde auch nicht so gewollt, aber ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt mit dieser. Und dann habe ich mir Waschlappen gekauft und zwar hier einmal in Grau. Die Farbe fand ich ganz schön und passt auch farblich zu meinem Bart. Genau, das habe ich einmal in Grau, habe ich viermal mitgenommen und einmal in Rosa, genau, habe ich auch viermal mitgenommen. Dann habe ich, das habe ich, als ich zu Action rein bin, habe ich das gleich nach nicht mal einer Minute gesehen und wollte es unbedingt haben. Genau, das sind hier einmal ein 6er-Pack Teelichter. Die sind so schwarz und mit so Glitzer. Und da hat man mich ja gleich bei Glitzer. Genau, da habe ich auch nochmal eine Packung. Und zwar einmal hier in Silber. Und dann wollte ich unbedingt etwas, wo ich die reintun kann. Habe ich erst nichts gefunden. Und ich hatte auch nichts im Kopf, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach ein kleines Tablett oder so, dass ich das halt einfach auf den Tisch einfach die Kerzen stellen kann. Dann habe ich gesehen, hier so ein Deko-Tablett hier. Das ist innen mit Glas, genau, einmal in Silber. Da werde ich dann einmal die schwarzen Kerzen reinlegen. Das passt nämlich genau. Hier fand ich ganz schön, weil das passt zusammen mit dem Tischläufer. Und dann habe ich nochmal eines gekauft. Und zwar, das ist einmal hier in Schwarz. Ist auch sehr schön, wie ich finde. Und da werde ich dann eben die silbernen Kerzen einmal hier so reinstellen. Genau, das fand ich ganz schön. Und ich habe mir gedacht, so zwischenrein eben die Sterne. Also Tablett, Stern, so, ja. Muss ich sehen, wie es aussieht, ob es mir gefällt. Einmal für meine Stühle Sitzkissen mitgenommen. Was aber ärgerlich war, und zwar, ich habe die erst gar nicht gesehen. Und, also es gab rosane und die, was ich euch gleich zeigen werde. Es ist ärgerlich, denn ich habe einmal hier diese gekauft. Das ist so, ich glaube, das soll braun sein, so braun-weiß. Und ich fand die eigentlich recht schön.
Ja, es gab aber nur 3 Stück. Ich habe auch nachgefragt, ob die die nochmal reinbekommen oder ob die noch welche auf Lager haben. Hatten sie leider nicht und man kann sie derzeit auch nicht bestellen. Leider. Dann war ich mir am Überlegen, sollte ich die Rosane nehmen, weil da gab es genau noch 4 Stück. Nein, habe ich mir gedacht, nee, ich nehme jetzt die mit und dann schaue ich eben auf Amazon, dass es eben ja zwei zwei sind, also zweimal die und zweimal in Schwarz hätte ich sie gerne noch. Mal schauen, ja. Dann habe ich hier einen Cooling Eye Stick in dem Regal vor der Kasse. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, nehme ich den mit. Ja, er war jetzt nicht so teuer. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt so viel davon erwarten kann. Aber ich probiere ihn jetzt mal aus. Und das ist ein kühlender Augenroll-On. Hilft bei der Reduzierung von Tränensäcken für eine strahlende Haut rund um die Augen. Das mit Koffein angereicherte Serum zieht schnell ein und sorgt für eine erfrischende Wirkung. Kann jeden Tag vor dem Auftragen einer Gesichtscreme angewendet werden. Genau, also ja, fand ich ganz interessant, ob der einen Effekt erzielt oder nicht, denn ich habe schon sehr Augenringe. Letzte, das ist eine 2-Step Relaxing Hair Mask. Ja, genau, also dann hat man hier eben einmal diese Haube, sage ich jetzt mal. Genau, und drunter. Und hier ist eben die Haarmaske drin. Genau, also man hat hier die Haarhaube und die Haarmaske. Genau, kenne ich nicht. Hat mich irgendwie angesprochen. Genau. Ich habe jetzt Lotus mitgenommen. Da gab es, oh, ich glaube, Avocado und nochmal irgendwas. Aber ja, ich wollte es jetzt einfach mal mit dieser Richtung hier ausprobieren und ich hoffe, ja, es riecht gut und macht das, was es soll. Ich hatte auch noch Nüsse gekauft und ich hatte auch meiner Tochter noch ein kleines Einhorn gekauft, was laufen kann. Das habe ich aber natürlich schon gegeben. Ich kann es ja auch kurz einmal einblenden. Genau, und das war's. Diesmal war es eine größere Ausbeute. Und ja, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.